Hallo! Als erstes haben wir heute nochmal unser Hotel angeschaut, weil wir dazu irgendwie gestern dann doch keine Zeit mehr hatten und man hat dann einen Fluss hinten und eine Hängebrücke. Aber die Hängebrücke sieht mir jetzt nicht so sicher aus, dass wir darüber gehen wollten. Dann waren wir auf jeden Fall beim ersten Stopp. Das war wieder ein Viewpoint. Ich fand ihn jetzt aber nicht so beeindruckend wie die anderen, die wir hatten. Und dann waren wir bei einem Restaurant Mittagessen und das war so schön da. Das war irgendwie mitten in der Natur und es waren kleine Katzenbabys überall. Und die waren wirklich so süß und kuschelig und die haben diese Streicheleinheiten total genossen. Und die eine ist uns dann sogar hinterhergelaufen, als wir uns dann rausgesetzt haben, weil wir nämlich dann draußen vor so einem kleinen Fluss hier gegessen haben. Und da sieht man sie gleich, hat sie sich einfach neben mich hingelegt. Und ja, es war wirklich total süß. Und dann haben wir dann auch schon unser Essen bekommen. Wir hatten wieder das, was wir eigentlich immer bestellen, Reis mit Omelette. Es war auch wieder sehr, sehr lecker. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu unserem Hotel. Das ist unser Hotel. So sieht es von außen aus. Wir haben einen Billardtisch, haben wir heute Abend auch schon einmal gespielt. Und da hinten haben wir einen Pool. Zum ersten Mal, dass wir in unserem Hotel einen Pool haben. Sehr cool. Werden wir bestimmt morgen mal benutzen. Und ja, ansonsten, genau, das ist unser Bungalow, den man da vorne sieht. Wir haben direkt Raum Nummer 1 bekommen, weil hier, glaube ich, nicht so viele Leute sonst sind. Das ist unser Zimmer. Relativ altmodisch eingerichtet, aber ja, hat alles, was man braucht. Toilette, bla bla bla. Und dann haben wir uns abends nochmal, als wir einen Hunger hatten, auf den Weg gemacht zu so einem Nachtmarkt in Pai. Und das war sehr, sehr cool da. Also auch sehr voll, sehr viele Touristen. Aber da haben wir ganz viele Kleinigkeiten gegessen. Ich habe zum Beispiel so einen gebratenen Reis gehabt und Tobi die Pancakes, die man gerade gesehen hat. Und genau, sind wir rumgelaufen. Dann habe ich noch so eine Schüssel Melonen und diese Kartoffelspiralen gegessen. Und das hat alles unter einen Euro gekostet und dann auch noch Mais. Also war wirklich Essensparadies für mich. Da habe ich mich total gefreut, die ganzen Sachen essen zu dürfen. Dann waren wir zu Hause. Tobi hat auch noch eine Kleinigkeit gegessen und irgendwas Fußballmäßiges geschaut. Und das war es auch schon.